sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, groß und klein, ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz an diesem heutigen Tag begrüßen, hier in Excalibur City. Offizieller Anlass ist die Eröffnung der Indoor-Spielwelt, der Indoor-Kinderwelt. Ich bin aber nicht alleine hier, denn wir haben natürlich auch so nahe zu Tschechien tschechische Gäste, tschechische Journalisten und ich darf an dieser Stelle etwas Ähnliches in Österreich. Tak, já tady budu mluvit česky, je tam samozřejmě také zástupce tisku a médií z české strany. Barba Karlich vás už pozdravila na tomto slavnostním dnu a setkání, kterému předchází tisková konference zcela výjimečná. Já jsem moc rád, že jste přijali pozvání. Za sebe vám přeji hezký den. Speciálního setkání, dámy a pánové, pan Pierre Brice přijal pozvání a je hvězdou dnešního slavnostního otevření dětského pavilonu světa tady v Excalibur City. Gut, dann haben wir auf alle Fälle einen Dolmetscher, Thomas, der vom Französischen ins Deutsche übersetzt und wir haben auch eine Dolmetscherin hier, die dann vom Deutschen wieder ins Tschechische übersetzt. Also jeder wird hier alles verstehen und dann rausgehen und sich auskennen. Ein paar Fakten nun zu Excalibur City. Vor 17 Jahren wurde hier die Excalibur City eröffnet, war ein reines Einkaufszentrum mit 60 Licht. Müssen hier auch Kinder zufriedengestellt werden. Das wurde im Jahr in Kinderwelt Outdoor eröffnet. Ano, přátelé, vy jste možná viděli, že zase jenom němčina, také francouzština, způsobená tiskovka a také hodinová autogramiáda ve Zlínské univerzitě Tomáška. Nur ein paar noch und dann hören wir auch schon auf, damit Sie dann auch Ihre Fragen stellen. Darin befinden sich Ermäßigungen und die Token, die berühmten, denn jedes Kind kann Deutsch ins Tschechische. Aber es wäre schön, wenn Sie jetzt die Fragen stellen. Und danach nur kurze eigene Infos machen, weil wir um 18 Uhr dann drüben auf die große Bühne müssen. Moment, ich habe vergessen. Natürlich habe ich vergessen. Heute neu eröffneten Merins Kinderwelt. Eine Welt, die den Kindern viel Spaß, Freude, Unterhaltung ja, und vor allem Aktivität bieten soll. Ich habe mir dann für diese Eröffnung überlegt, was könnte man hier veranstalten, um dem Ganzen sozusagen einen würdigen Rahmen zu verleihen. Und habe mich da ein bisschen besonnen auf meine Kindheit und bin eigentlich auf den Motivator schlecht hingekommen und das war Winnetou. Winnetou hat mich und ich glaube die Generation vor mir und nach mir begleitet, hat uns inspiriert, er hat uns die, wie soll ich sagen, die ganz tollen Gefühle von einer wertvollen Freundschaft was geschenkt, dass ich gedacht habe, wenn ich heute sozusagen diese Kinderwelt eröffne und den Kindern eine Freude mache, dann will ich den großen Kindern unter uns auch eine Freude machen, indem wir einmal den echten Winnetou, den einzig wahren Winnetou persönlich sehen. Und ich bin ganz dankbar, und ich bin sehr, wie Brice sitzen darf. Ráda bych se zeptala na jednu věc. Vaše role Winnetoua vám díky obrovské popularitě umožnila realizovat velkou řadu humanitárních aktivit a různé charitativní projekty. Plánujete nebo realizujete v současné době nějaké humanitární aktivity nebo podílíte se na charitativních projektech? Guten Tag, wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind und Sie haben an vielen karitativen Projekten teilgenommen. Da sind jetzt auch mehrere Projekte, an denen Sie teilnehmen, die Richtung Karitativ hingehen. Il est vrai que j'ai fait une action humanitaire pour le mais c'est terminé maintenant. Comme projet, je vais aller en Amérique et je vais rencontrer les Indiens qui m'ont baptisé Rangoman. Et je vais être en contact avec les Indiens pendant un grand moment pour étudier leur façon de vivre et pour les assurer de mon soutien très fort.
Die humanitären Aktionen stehen im Moment nicht. Tout est possible. Genau, alles ist möglich. Warum nicht? Ne? So, gut, also dann würde ich sagen, wir gehen mal vielleicht der Reihe nach. Blanca, habt ihr eine Liste? Merci. Danke vielmals. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann darf ich es nochmal verweisen. Auf 18 Uhr, auf der großen Showbühne hinter uns quasi, wird Herr Brice aus seinem Buch Winnetou und ich vorlesen. Er, die Kinders und das Orchester werden für sie spielen. Sie können noch ein paar Fotos machen. Já vás zvu na velké jeviště, kde bude velký zážitek, skutečně budeme svědky ujedinělého setkání, kdy pan Pierre Brice bude číst se své knihy, Winnetou a já, a Czech Virtuosi pod taktovkou, tak jinak dnes ta bude hrát známé indiánské filmové melodie. Jsem tak stotožněn se svojí rolí, jako je právě Winnetou a pan Pierre Brice.